Tiefere Krankenkassenprämien, höhere Löhne, eine bessere Zukunft für alle. Etwa 300 Personen haben heute am 1. Mai Umzug zu Biel teilgenommen. Die Forderungen nach höheren Löhnen beschäftigt auch die lokale Politik. Die Initiative für einen Mindestlohn will einen Lohn von mindestens 23.80 Franken pro Stunde garantieren, für Leute, die zu Biel arbeiten. In erster Linie ist der Mindestlohn ein Mittel zur Armutsbekämpfung, weil es ist so, dass ganz viele Menschen arbeiten, aber der Lohn einfach nicht zum Leben reicht. Und dann müssen sie zum Teil mehrere Arbeitsstellen gleichzeitig haben, was zu einer sehr, sehr prekären Lebenssituation führt. Oder sie müssen parallel noch Sozialhilfe beziehen. Und dort sind sie natürlich auch immer wieder in dieser Armutsfalle drin. Und in der Schweiz ist zurzeit eine von sieben Personen von Armut betroffen. Falls die Initiative zustande kommt und angenommen wird, geht es um die Umsetzung. Was ist, wenn sich ein Betrieb wirtschaftlich nicht leisten kann, den Mindestlohn zu zahlen? Diese Betriebe haben eine gesellschaftliche Verantwortung, diesen Lohn zu bezahlen. Darum kommen wir als Gewerkschaften nicht herum um diese Botschaft. Wir können nicht dulden, dass in unserer Stadt Löhne gezahlt werden, von denen Menschen ihre minimale Existenz nicht bestreiten können. Diese Betriebe müssen ihr Geschäftsmodell überdenken. Die Kantone Neuenburg, Jura, Genf, Tessin und Basel-Stadt haben den Mindestlohn bereits eingeführt. Jemand, der genau verfolgt, wie sich das entwickelt, ist Pierre-Yves Maillard, Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes. Gemäss ihm profitieren von der Einführung des Mindestlohns auch die Gemeinden. Wenn man den ganzen Monat, jeden Tag arbeitet, dann braucht man auch mindestens den Lebensstandard, den man hat, wenn man Sozialhilfe bekommt. Und wir haben festgestellt, dass gewisse Angestellte doch Unterstützung vom Sozialamt brauchen. Und mit einem Mindestlohn kann man wenigstens das verhindern. Der Staat und die Gemeinden können also dadurch sparen. Weil das garantiert, dass man, wenn man Vollzeit schafft, wenigstens das Existenzminimum hat. Au moins le minimum vital. Vom Mindestlohn ausgenommen werden Betriebe, wo nur Familienmitglieder arbeiten, Auszubildende, Minderjährige, die im Nebenjob arbeiten und Leute, die bei Berufsintegrationsprogramm teilnehmen. Wir bleiben noch gerade beim Tag der Arbeit, wo in der Schweiz ja kein nationaler Feiertag ist, wo man einen arbeitsfreien Tag geniessen kann. Im Kanton Bern sind die Firmen nicht dazu verpflichtet, ihren Angestellten am 1. Mai freizugeben. In den Kantonen Jura oder Neuenburg ist es hingegen ein offizieller Feiertag. Wer bekommt frei, wer demonstriert und was bedeutet dieser Tag der Bieler Bevölkerung, den Betrieben und der Gewerkschaft? Jetzt im Beitrag von Roxane Flamont. Für ein paar bedeutet der 1. Mai, dass sie auf die Strasse demonstrieren gehen. Ich bin bei Tops angestellt und jetzt bin ich hier gekommen, um Präsenz zu zeigen, um da zu sein, um uns selber zu unterstützen. Ich möchte auch meinen Töchtern beibringen, dass man politische Rechte hat, die nicht nur an Urnen stattfinden, sondern dass man auch hier seine Meinung mitteilen kann. Ich glaube, es ist mega wichtig, für die Rechte der Arbeitnehmer auf die Strasse zu gehen und für die ArbeitnehmerInnen einzustehen. Für andere ist es ein ganz normaler Arbeitstag. Für mich bedeutet nicht so viel, weil ich habe nichts von, also ich muss arbeiten. Ich war in diesem Sinn politisch nie extrem aktiv in der 1. Mai-Geschichte, nie so kämpferisch und Manifestation gegangen, sozusagen. Darum bedeutet es mir nicht mega viel. Es hat für mich mehr historische Gründe und so eine historische Bedeutung halt. Der Arbeitsalltag bei der Firma Business for You in Biel läuft zum Beispiel ganz normal weiter. Laut der Geschäftsführerin Andrea Roche hat in den letzten 21 Jahren noch nie jemanden für einen freien Tag gefragt, damit er oder sie am 1. Mai demonstrieren konnte. Das kommt aus einer Zeit, wo die ganze Industrialisierung war, 1860, 1886 vor allem in Amerika, wo eine halbe Million Leute auf die Strasse ist, wo man dafür gekämpft hat, dass man von 13 Stunden Arbeitstag auf 10 Stunden geht, aber auf 8 Stunden. Das sind sicherlich Sachen, die wir heute noch davon profitieren können. Aber ich glaube, der 1. Mai hat für uns nicht mehr die gleiche Bedeutung. Und ich glaube, heute ist es viel wichtiger, wenn man ein Thema hat, das zur Sprache bringen. Vielleicht kann es auch mal das eine oder andere Mal Sinn machen, dass es auf die Strasse geht. Aber per se am 1. Mai für mich persönlich nicht. Die Kantone entscheiden, ob der 1. Mai ein Feiertag ist oder nicht. Der UNIA-Regionalsekretär findet, alle, die arbeiten, sollten für einen Tag der Arbeit frei bekommen.
Zürich hat frei, Solothurn ist einen halben Tag, Jura hat frei, Kanton Bern haben wir nichts. Und ich denke, es ist Zeit, auch mal das Thema anzugehen, um das zu harmonisieren. Ich denke, es ist zentral, dass man einen Tag der Arbeit hat. Ich glaube, es ist wichtig, dass man auf die Arbeitnehmerrechte aufmerksam machen kann, weil nach wie vor gibt es in vielen Branchen Nachholbedarf bei den Arbeitsbedingungen. Momentan ist der 1. August der einzige nationale Feiertag, der in der ganzen Schweiz gilt.